Liebe Schwestern und Brüder, seit einigen Wochen folgen wir zumindest grob dem Verlauf des Johannesevangeliums. Und wir sind an einem Übergang dieses Evangeliums angekommen. Ein Übergang, der markiert ist, dadurch, dass sich Jesus noch einmal zurückzieht an die Stelle, wo sein öffentliches Wirken begonnen hat, wo Johannes ihn taufte, um dann von dort aus gerufen zu werden, zu seinem Freund, der gestorben ist, zu Lazarus. Und er wartet 3 Tage und er geht dorthin. Wir werden das morgen hören. Und dann beginnt das Geschehen der Heiligen Woche. Diese Auseinandersetzung, die sich in den letzten Tagen immer schon in den sogenannten Streitreden oder Streitgesprächen mit den Zeitgenossen Jesu angebahnt hat. Hier wird es noch einmal ganz deutlich, worin es besteht, dieser sogenannte Streit. Bei Jesus kommt etwas zusammen, womit wir uns selber oft schwer tun. Werke und Worte. Man nimmt Anstoß an den Worten Jesu. Die Werke nimmt man gerne in Kauf. All die Wunderheilungen, all das ist beeindruckend, die Zeichen, die Jesus wirkt, all das stellt man gar nicht in Frage. Aber der damit verbundene Anspruch und dass es in eins fällt, bei uns ist es genau umgekehrt. Eigentlich bemühen wir uns besonders in der Fastenzeit, die langsam zu Ende geht, darum, dass es nicht endlich immer wieder auseinanderbricht, sondern endlich zusammenkommt, Wort und Werk. Wir reden dann manchmal groß und die Umsetzung, das konkrete Tun, das Werk, lässt dann doch zuweilen zu wünschen übrig. Adrienne von Speyer spricht in diesem Zusammenhang von einem Übergang, den Jesus hier deutlich macht und in den wir hineingezogen werden. Dass diese Wunderzeichen, die Jesus wirkt, Übergänge sind, hineingefügt zu werden in das Leben des dreieinigen Gottes. Die ganze Woche, die vor uns liegt, ist ein solcher Übergang, ist ein solches hineingezogen werden in das Leben des dreieinigen Gottes, in dem das, was wir sagen, auch was wir beten, bewahrheitet wird. Wir machen nicht hier irgendwelche frommen Übungen, wir lesen fromme Texte, singen fromme Lieder und sagen, ach, das ist immer eine schöne Liturgie. Und es hat nichts zu tun mit dem, was gelebt wird, wie unser Leben aussieht, was es in Wirklichkeit ist. Es gehört zusammen. Wie sehr geht es uns doch wie Martha und Maria, diesen beiden Schwestern, die unendlich trauern um ihren Bruder angesichts des Todes. Und spätestens bei dieser Frage ist es wichtig, dass das Sprechen, dass die Worte und die Werke übereinstimmen. Das ist das, was wir an Ostern feiern, dass es in eins fällt, dass wir nicht ein großes Halleluja anstimmen und eine große Osterliturgie feiern und ansonsten permanent uns traurig durch das Leben schleppen, als wäre halt dann doch alles zu Ende. Es braucht wohl eine lebenslange Einübung. Und deshalb ist es gut, wenn wir auch das Verhalten Jesu nachahmen, uns zuweilen an dem Beginn zurückziehen, um dann in Übereinstimmung von Wort und Tat uns dem Handeln Gottes auszusetzen, das uns in einen permanenten Übergang hineinzieht, in ein Leben, das wir nur in ihm finden.